Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Klaas Käseler. Ich bin einer der Baureporter unseres Bauprojekts EF 2020 und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, dem ich ein paar Fragen stellen darf. Ich werde ihn aber gar nicht selber vorstellen, sondern meine erste Frage ist direkt: Schönen guten Morgen, wer sind Sie eigentlich? Guten Tag, Matthias Müller ist mein Name. Ich komme aus Heilbronn, ungefähr 200 Kilometer entfernt, habe ein Architekturbüro mit über 10 Mitarbeitern und bin seit 1989 selbstständig. Habe über 30 Jahre Berufserfahrung und decken eigentlich alle Leistungsphasen eines Architekturbüros ab und freuen uns auch, dieses Bauvorhaben verantwortungsvoll begleiten zu dürfen. Das klingt, als ob Sie ziemlich kompetent sind, den gesamten Neubau auch leiten zu können. Also es ist mit Sicherheit eine Spezialimmobilie, die noch einen ganz besonderen Planungsbedarf hat, aber im Grunde genommen keine ungewöhnliche Bauaufgabe für uns. Wir haben lange Jahre Berufserfahrung und sind da mit einem guten Mitarbeiterstamm hier eigentlich wöchentlich fast hier tätig und haben uns im Laufe der Wochen und Monate eingearbeitet und sind jetzt eigentlich so weit, dass wir den Bauantrag einreichen können und haben mit allen Planungsbeteiligten, das sind ja über 15 Fachingenieure, habe ich jetzt ein ganz gutes Ergebnis erreicht. Was sind denn für Sie so die besonderen Herausforderungen in diesem Projekt? Die besondere Herausforderung ist, glaube ich, dass man auch die Arbeitsabläufe des Unternehmens erfasst hat, die wir dann auch diskutiert haben. Dann die Fachbeteiligten auch integriert haben von den Außenanlagen über Studioplanung, das ist für uns auch neu war, haben aber auch da, glaube ich, ganz gute Rückkopplungen mit ihnen zusammen erreichen können. Haben einen Stand erreicht, der auch, sage ich mal, in der Spezialimmobilie eine positive Rückmeldung erhalten hat. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben über 30 Jahre Berufserfahrung. Was ist denn das, was Sie an diesem Projekt so ganz besonders auch gereizt hat? Ganz besonders, glaube ich, war auch diese Zusammenhänge neu zu erfahren und das Ganze auch in eine Architektur zu bringen, die nichts Modisches ist, sondern auch, sage ich mal, ein Klassiker werden kann. Gerade die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Bereiche, dann mit Mensa zusammen, mit Konferenzbereichen, dann auch die ganze Bürolandschaft ist ja auch eine neue Konzeption, wo wir mitgearbeitet haben. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubekommen, das war, glaube ich, das Besondere. Jetzt ist es ja so, dass Sie über diese 30 Jahre wahrscheinlich unzählbare Projekte auch schon gemacht haben. Ist das hier für Sie so ein Job wie jeder andere? Mit Sicherheit nicht. Gerade in diesem Bürobereich mit der Büro-Neue-Konzeption, neue Bürolandschaften auch zusammen mit dem Team zu entwickeln, das war schon, sage ich mal, die besondere Herausforderung. Und natürlich auch die ganzen Studiebereiche, die Arbeitsweise, mit Sicherheit auch die individuelle Büroorganisation hier. Das war schon was Besonderes und es hat es auch besonders interessant gemacht, muss man ganz klar sagen. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, wir stehen wohl kurz davor, den Bauplan abzugeben. Sind wir im Plan? Was sind so die nächsten Schritte? Das sind wir absolut im Zeitfenster. Wir haben nach dem Bauantrag, gehen wir sofort in die Werkplanung, dann sofort in die Ausschreibung und nächsten Herbst soll ja auch dann gebaut werden. Das sind so die normalen Prozedere, die jetzt praktisch im Anschluss erfolgen. Ich glaube, die spannendste Phase war mit Sicherheit diese Entwurfsphase, die wir ja letzten Monat abgeschlossen haben. Jetzt geht es in die Umsetzung. Das ist jetzt eher was Gewöhnliches für uns. Aber ich glaube, die ganze Findung, wie man alles organisiert, wenn man sich die Pläne anguckt, das ist ja schon, sage ich mal, ein spezieller Arbeitsablauf, der hier gewählt worden ist, aufgrund des Baufensters und aufgrund der Zusammenhänge auch mit dem Bestand. Das war schon eine große Herausforderung, ein Meilenstein, aber das ist ja auch mit den Mitarbeitern und allen Beteiligten und den Fachingenieuren ganz gut gelungen. Vielen Dank für diese Informationen. Das war's schon wieder. Wir sehen uns demnächst wieder mit unserem nächsten Beitrag. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Tschüss.